Ja, hallo ihr Lieben, es ist Christian Schammer, Produktionscoach, Psychologe. Ja, erstmal alles Gute zum Frauentag an die weiblichen, oder wie man heute ja sagt, weiblich gelesenen Zuschauerinnen meines Kanals. Hoffe, ihr habt einen schönen Tag, eure Männer, falls ihr welche habt, feiern euch. Und wer in Berlin ist, hat ja sogar frei. Und wir haben für heute auch einen Code, und zwar gibt es nur den Datingkurs für Frauen mit dem Code FRAUENPOWER25 für 25% weniger. Also nur heute und morgen auch noch. Und genau, ansonsten, also auf liebische.de, ne, ist klar, in der Kaufabwicklung eingeben. Ja, gehen wir mal ins Thema heute und mal was Spannendes für Paare. Kann man Konflikte aussitzen? Und zwar hat mir jemand das geschickt, dann wurde auch ein Weltartikel verlinkt. Ich lese da mal, ich werde den auch verlinken. Ich lese da mal kurz rein. Für Emotionen gibt es keine Lösung. Im Gegenteil, je mehr man sich über emotionsgeladene Themen auseinandersetzt, desto explosiver werden sie. Probleme sind dann wie Treibsand. Je mehr man sich auf sie fixiert, desto tiefer wird man in den emotionalen Sumpf reingezogen. Kompromisse, die niemanden glücklich machen. Probleme können also nicht gelöst, sondern nur hinter sich gelassen werden. Wenn man das Problem fixiert, wird man keine Lösung sehen. Das Problem liegt im Denken. Im Problemmodus versucht jeder, den anderen von seiner besseren Meinung zu überzeugen, und man erreicht vielleicht eine Lösung, die auf Kompromissen basiert und mit der niemand wirklich glücklich ist. Genau, da glaube ich, der Rest ist dann hinter so einer Bezahlschranke, habe ich jetzt hier vorliegen, aber ist, glaube ich, so im Wesentlichen das Thema, was hier in dem Artikel in der Welt genannt wird. Und ja, die Zuschauer fragen, was denn meine Meinung dazu ist. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist nicht ganz falsch. Ich finde es ein bisschen falsch, aber nicht ganz falsch. Weil sich sozusagen respektvoll und auch mal ein bisschen heftiger auseinanderzusetzen. Also sag mal so eine frische, leidenschaftliche Diskussion zu führen, ohne dass man den anderen beleidigt, und auch nicht zu schnell seine Position aufzugeben und sich aneinander reiben. Also Reibung erzeugt Wärme. Also ich halte eine ganze Menge von nicht zu viel. Dosis macht das Gift, aber von so ein bisschen Streit, das erhöht auch, dann kann man wieder Versöhnungsex haben und was weiß ich, ne? Wisst ja, die ganzen Kram. Also so ein bisschen Reibung und so ist schon eine gute Sache. Trotzdem ist es nicht, ich verstehe, was gemeint ist, und ich kann dem absolut folgen. Es gibt Sachen, die kannst du nicht klären. So, ne? Also nicht zufriedenstellend für beide. Also einer will ein Kind haben, andere will partout kein Kind haben, so, ne? Man kann sich ein halbes Kind kriegen oder so. Natürlich kann man so intelligente, schreibe ich auch in meinem neuen Buch, was übrigens bald rauskommen wird, ne? Lang lebe die Liebe, schreibe ich auch viel über Streitkommunikation. Vielleicht blende ich es hier schon mal ein. Und ja, man kann Lösungen, wie man in einer systemischen Beratung sagt, auf einer höheren Ebene finden, ne? Nur trotzdem kannst Lösungen finden, trotzdem gibt es Themen, die bleiben 0-1, also Kind oder nicht Kind. Oder eine will in München wohnen, andere will in Hamburg wohnen. Ja, mit viel Streit, also muss ich dann schon streiten, kann man Lösungen auf einer höheren Ebene finden. Hatte ich tatsächlich mal in der Paartherapie, und ich weiß nicht mehr genau was, aber die haben dann irgend so ein etwas kompliziert scheinendes Modell gefunden von ich pendel 2 Tage und was weiß ich. Also ist schon möglich. Trotzdem, letztlich bleibst du, du kannst nur entweder in, also die meisten zumindest können nur in einer Stadt wohnen, so, ne? Und oder du gehst in eine ganz andere Stadt, aber dann ist es weder Hamburg noch München, so, ne? Also es gibt Sachen, die kannst du nicht hundertprozentig klären. Und dann ist es tatsächlich manchmal eine gute Sache, das einfach liegen zu lassen. Das können auch kleinere Sachen sein, so, ne? Du hast irgendeinen Streit und ihr habt ganz unterschiedliche Meinungen. Und das Problem ist, also so sehe ich das, dass man kommt sehr stark in den Schmerzkörper rein, ne? Vor allem, wenn das Sachen sind, die einen richtig triggern, ne? Die richtig heftig sind, so. Und wenn man im Schmerzkörper ist, ist nicht gut mit Streiten, ne? Dieses Eckhart-Tolle-Konzept finde ich grandios.
Also wenn du im Schmerzkörper bist, dann willst du immer nur noch mehr Schmerzen zufügen. Ne? Du kannst auch nicht vernünftig diskutieren, das ist nur Kampf oder Flucht irgendwie so. Ne? Und bist wirklich wie so ein Tier, was in die Ecke gedrängt ist. Und da hilft manchmal Verschieben erstaunlich viel. Das sollte man gar nicht meinen. Das ist eine meiner Lieblingshausaufgaben in der Paartherapie, ist zu sagen, verschiebt doch die Streits, bis ihr wieder hier seid. Ich verspreche euch, wir werden drüber reden. Ja, und dann sagen die, ja, alles klar, machen wir, machen die auch. Und dann kommt das Paar zur nächsten Session und sagt, ja, wir wollten eigentlich irgendwas mit dir besprechen, aber wir haben schon wieder vergessen. Weil es durch mit drüber schlafen und drüber schlafen bedingt häufig, man kommt aus dem Schmerzkörper wieder raus. Also morgens ist er auch sowieso immer nicht so aktiv. Dann denkt man sich schon, ja, okay, so wichtig war es jetzt auch nicht, ne? Oder man kann es einfach beiseite legen, so, ne? Und viele Sachen, lassen sich nicht lösen, aber lösen sich tatsächlich über die Zeit, weil man eine andere Sicht drauf kriegt oder weil es einem nicht mehr so wichtig ist. Also tatsächlich, ich würde sagen, es macht schon Sinn, auch mal, wie gesagt, engagiert zu streiten, würde ich schon sagen. Aber was hier in dem Artikel gesagt wird, ist, hat einen sehr großen wahren Kern, absolut. Ne? Also manche Sachen kannst du nicht lösen, kannst du aber liegen lassen und kann erstaunlich gut funktionieren. Also das ist ja auch so eine, deswegen ist der Artikel wahrscheinlich geschrieben worden, so ein Mythos, dass du jeden Streit ausräumen musst, am besten noch, bevor man ins Bett geht, muss jeder Streit ausgeräumt werden. Das geht aber nicht immer, ne? Das geht nicht immer. Und es ist sehr schmerzhaft und schwierig, eine unterschiedliche Position zu haben mit jemandem, den man liebt, so, ne? Und dabei völlig unterschiedlicher Meinung zu sein. Das ist wirklich schwierig, psychisch echt schwierig. Aber das ist auch ein Paar-Skill, das auszuhalten, so würde ich absolut sagen. Ja, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.